Und weiter geht's mit dem sechsten Teil meiner kleinen Umbaureihe hier an der California 1100. Heute zum schon angekündigten Thema Platzierung und Anschluss einiger elektrischer Bauteile. Ich würde sagen, kurze Rede, langer Sinn, los geht's. Und ich habe jetzt meinen Zündschalter mal provisorisch oder eigentlich schon angeschraubt und angesteckt nach Schaltplan wieder. Und an der Batterie auch provisorisch mal das Minus wieder angeschlossen. Und ich möchte jetzt einfach mal testen, was passiert, wenn ich jetzt einschalte und hier mein abgezwickter Warmblinkanlagenschalter hier einfach, wenn ich die Drähte einfach offen lasse. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, das ist ein bisschen schlecht zum Lesen, aber dann müsste eigentlich es nichts ausmachen, wenn ich die ganzen Drähte hier einfach mal lose hängen lasse. Ich habe natürlich geschaut, dass da nichts auf Masse kommt oder irgendwo ein Kurzschluss verursacht. Ist ja nur ein erster Test. Ja, ich schaue mal, was jetzt passiert, wenn ich den Zündschalter hier drehe. Jetzt bin ich selber ein bisschen gespannt. Okay, hier haben wir schon mal ein paar Kontrolllampen. Ist ja normal. So, und jetzt müsste an und für sich, wenn ich den Blinker betätige, müsste der Blinker funktionieren. Hoffe ich. Ah, cool. Macht da hinten auch, wie ihr seht. Und jetzt mal nach links. Okay, also Blinker funktioniert. Einmal frei. Das heißt also, jetzt mal im ersten Augenblick macht es nichts, wenn ich diese ganzen Drähte hier offen lasse. Die werde ich natürlich sauber isolieren und irgendwo schauen, dass ich die möglichst unsichtbar und vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt irgendwo dann ja, unterbringe. Aber schon mal ganz gut, dass hier kein Problem mit dem Blinker auftaucht. Ich persönlich gehe ja schon davon aus, dass die Blinkfrequenz sich wahrscheinlich jetzt ändern wird. Weil jetzt habe ich ja hier die ganz normalen Kontrolllämpchen dran. Und bin mir nicht ganz sicher, wie das bei der Maschine jetzt ist. Viele Blinker arbeiten hier mit den Widerständen und der Last, der elektrischen Last hier von diesen Kontrolllämpchen. Und der Tacho hat ja definitiv nur LEDs innen drin verbaut. Da muss ich mal schauen, wie sich das auf die Blinkfrequenz auswirkt. Schlimmstenfalls brauche ich ein anderes Blinkrelais. In dieses offene Loch muss jetzt natürlich hier meine Bordsteckdose, also meine USB-Steckdose. Dazu muss ich erstmal Verkleidung wegbauen, den Tank demontieren. Und ich musste ja hier A aus diesem Halteblech herauskriegen, aus diesem Winkel. Und B von oben mitsamt Kabel hier erst einmal durch das Loch durchfädeln. Also es wird jetzt ein bisschen Arbeit.
Und so sieht's im Moment aus. Ja, so, beziehungsweise so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Was ich jetzt noch oder was ich mir jetzt noch überlegen muss, und das habe ich ganz absichtlich bis zum Schluss aufgehoben, wo platziere ich hier diese Kontroll-LED von Steuergerät? Und ich habe mir ja natürlich gedacht, vielleicht hier irgendwo in der Richtung, in der Ecke da, muss ich mal hinhalten, wie das ausschaut. Da ich denke schon, dass es hier wo noch den Platz gibt dafür. Ich habe jetzt mal den Schlüssel reingesteckt. Ich habe das Zündschloss ja oder den Zündschalter ja um 90 Grad jetzt mal gedreht. Ursprünglich war der Schlüssel in Ruhestellung hier senkrecht, aber das möchte ich nicht. Ich muss ihn ja einschalten hier und dann habe ich eben hier schön, wo ist die Kamera hier, Platz für das ganze Gehänge, das hier dran ist, ohne dass sich da irgendwo was zwickt und ohne dass der Schlüssel hier da wieder drüber schrammt die ganze Zeit. Also habe ich das Schloss hier mal, hier zu sehen ist, um 90 Grad gedreht. Und ja, und denke ich mal, oder ich denke mal, hier habe ich dann schon Platz für diese LED. Dazu muss ich natürlich hier ein Loch bohren. Muss ich erstmal ausmessen und hier bohre ich dann mit dem Akkubohrer ein Loch rein. Ich hoffe, das kriege ich so hin, wie ich mir das vorstelle. Eine andere Stelle fällt mir momentan gerade nicht dazu ein, aber ich gehe mal einfach rund ums Motorrad und vielleicht ja, sieht man ja dann doch irgendwo einen Platz, wo das Teil vielleicht auch noch hinkommen könnte. Man braucht es ja quasi so gut wie nie. Das ist jetzt keine Lampe oder keine LED, die da regelmäßig irgendwo mal ein Signal gibt, sondern ich habe die noch nie leuchten gesehen. Aber sie ist halt da. Und ja, das ist angeblich, wenn hier im Steuergerät irgendwo eine Störung oder ein Defekt wäre, beziehungsweise da gibt es auch so einen Blinkcode, was ich so mal gelesen habe, dass man dann schon mal grob sehen kann, was da für ein Fehler drin ist. Aber wie gesagt, habe ich echt noch nie gebraucht. Hier wäre vielleicht noch eine Stelle, aber hier geht dann irgendwo der Tank ziemlich weit vor. Ich glaube, da stört was. Und wenn ich dann den Tank montiere, dann ist die Gefahr natürlich da, dass ich diese LED hier irgendwo mal verletze oder beschädige. Und wenn man da mal reinschaut, so vor das Lenkkopflager, da ist eigentlich nichts, wo man dieses Teil hier anbringen könnte. Kein Blech oder irgendwas. Schlimmstenfalls schließe ich die an und lasse sie einfach hinter der Verkleidung liegen. Und wenn ich irgendwo mal stehen bleibe, muss ich mal nachschauen, ob da was blinkt. Wäre auch eine Alternative. Platz wäre da ja schon, zumindest innen drin, wenn ich die jetzt hier so praktisch an das Blech schrauben würde da. In die Richtung. Aber jedes Mal, wenn ich die Verkleidung da drunter mache, muss ich dann die LED natürlich auch noch wegstecken. Naja, ginge. Ich glaube, ich lege den Tank mal provisorisch wieder drauf und schaue mal, was ich da wirklich hier vorne Platz hätte an den Blechen. Naja, wenn ich mir das so ansehe, Platz wäre hier trotz alledem. Der Tank geht ziemlich weit rauf hier, hatte ich schon noch Platz. Also das wäre vielleicht sogar eine Alternative, das hier da reinzusetzen. Die Kontroll-LED, weil man könnte es sogar von oben erkennen noch. Das ginge schon an der Stelle. Der wird ja irgendwo hier an der Stelle wieder landen, der Kabelbaum. Ich muss ja mit den ganzen Lämpchen hier auch in den Tacho ran. Also die Tachodrähte hier, die Leitungen sind sowieso alle zu lang. Aber ich bringe den Kabelbaum jetzt da nicht so extrem nach unten vielleicht. Naja, okay, ich könnte mal versuchen, wie weit ich da nach unten komme mit dem Ganzen hier. Wie gesagt, ich muss mit diesen Leitungen eigentlich nur an die zwei Kabeln hier vom Tacho ran und die sind da wirklich lang genug. Also ich probiere dann noch ein bisschen rum, wenn ich da mit dieser Stelle möglichst weit nach innen komme da, dann hätte ich eine gute Chance, hier tatsächlich die LED hier anzuschließen und da, wo jetzt mein Finger durchschaut, so in etwa das andere Ende des Drahtes hier rausschauen zu lassen. Ich probiere da mal ein bisschen rum. Ich bin jetzt positiv überrascht. Und zwar, wo ist es? Hier. Die habe ich ja die LED hier.
Hier kämen sie ja in etwa hin. Und ich habe hier locker die Länge, hier die Anschlussdrähte. Noch dazu möchte ich ja mit dem Ganzen hier um einiges hier reinkommen, möglichst weit Richtung Lenkkopflager, dass ich hier vorne Platz habe, eben auch hier die Kabel hier anzuschließen. Und dann habe ich ja echt wirklich noch sogar Reserven. Also ich werde das wahrscheinlich da unten platzieren. Dann bleibe ich hier oben einfach cleaner sozusagen. Ja, so sieht es jetzt aus. Hier mal von unten. Und ich habe mich jetzt nochmal aufs Motorrad gesetzt quasi und ich sehe das sogar am Tank vorbei während der Fahrt, wenn da was leuchten würde. Was ich aber jetzt noch machen werde, ich lege es mal erstmal wohin. Hier habe ich schon einen Schrumpfschlauch hier drauf geschoben, den schiebe ich jetzt vor bis hier vorne. Aber ich habe gemerkt, hier stehen wirklich die blanken Beinchen der LED noch raus. Also das sind ja starre Drähte, das heißt, wenn hier viel Vibration dazukommen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis die da mal abbrechen. Das etwas hellere Teil ist nämlich in diese obere Hülse hier reingeschraubt und da hängt die LED direkt dran. Also wundere mich eh, dass das immer noch nicht abgerüttelt ist hier. Und eben um diese Bewegung hier möglichst zu verringern, schiebe ich hier diesen Schrumpfschlauch hier bis vorne an die Mutter ran und schrumpft es dann mal, dass es auch noch hier einigermaßen einen Halt findet. Ja, also so habe ich mir das gedacht. Und ich hoffe, dass es, wie gesagt, hier, wo es an der Stelle etwas Stabilität gibt. Und gleichzeitig ist es auch ein Verlierschutz für diese kleine Mutter hier, falls sie doch mal irgendwo mal locker werden sollte. Die kann nämlich jetzt nicht mehr runter vom Gewinde. Das nächste Bauteil, das ich wieder unterbringen muss, ist dieser Niveauregler, nenne ich ihn mal. Der ist zuständig für die Temperatur der Heizgriffe. Der hat so 10 Stellungen, wenn man den komplett rumdreht. Und ja, der regelt nicht die Temperatur direkt als solches, sondern einfach das Niveau. Er hat ja hier, vorne gibt es einen Temperatursensor. Und hier sitzt die Steuerung dazu. Ja, und der Regler regelt einfach sozusagen die Empfindlichkeit. Die Temperatur schwankt dann je nachdem hier am Griff, wie ich halt hier einstelle. Das heißt, wenn ich jetzt voll aufdrehen würde, würde der natürlich relativ heiß regeln. Aber wenn es dann wieder wärmer wird, nimmt er natürlich die Temperatur auch wieder zurück. Und das Niveau quasi, das Regelniveau, stellt man hier mit diesem Stufenschalter hier ein. Heißt aber auch, ich muss hier relativ selten dran. Meistens steht es bei mir, ja eigentlich die letzten Jahre schon, immer so in Mittelstellung und es reicht völlig aus. Aber wenn ich mal einen Pass rauf fahre, wo es wirklich kalt wird, naja, durch diesen Temperatursensor regelt der natürlich dann einfach höher. Das ist ein tolles Teil hier, bin sehr zufrieden damit. Aber das gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, das hier irgendwo zu verstecken, dass ich halt zwar rankomme, aber es muss jetzt nicht so direkt ergonomisch hier angebracht sein. Dann brauche ich ungefähr so häufig wie den Notausschalter oder die Kontrollleuchte. Ich habe mir mal überlegt, ich habe mir gerade schon mal ein bisschen natürlich Gedanken gemacht. Da unten hätte ich noch Platz, da wo jetzt mein Finger hin zeigt hier. Und da käme ich sogar noch, wenn ich so um den Tacho rumgreife, danach noch hin, hoffe ich. Wenn ich jetzt mit meiner Vertrauterei fertig bin und dann werde ich wahrscheinlich hier wieder mit doppelseitigem Klebeband hinkleben. Der war vorher auch mit, wie ihr seht, mit doppelseitigem Klebeband festgemacht hier oder befestigt. Und das hält jahrelang. Das, wenn mal klebt, wenn man wirklich die ganzen Flächen hier fettfrei hat und es klebt wirklich, wenn es mal klebt, dauert ein bisschen, bis es mal anzieht. Das ist ja so eine Art Schaumstoff hier, Schaumstoffträger. Aber dann klebt es wirklich. Da habe ich also keine Angst, dass mir das hier unten wieder runterfällt. Und ich glaube, dass ich den hier unten platziere. Hier oben ist ein bisschen wenig Platz. Da wird es eng, aber da unten, da hinten drin, hat er super Platz und ich komme da auch noch ran.
Ihr seht von vorne dann eben zum Verstellen, wenn ich es wirklich mal etwas wärmer oder kühler haben möchte. Also das sehe ich jetzt momentan kein Problem, da an diesen Schalter ranzukommen. Und man sieht ihn dann nicht mehr, schön versteckt. Wasserdicht ist er sowieso, wie ihr seht, ist ja alles vergossen hier. Ich glaube, der findet seinen Platz da unten. Schön unscheinbar. Dass ich es nicht vergesse, diese Schraube möchte ich hier vorne noch reinschrauben. Die habe ich nämlich schon vergessen. Eigentlich wollte ich es vorher schon machen. Aber ich komme da noch ran, wird zwar ein bisschen friemelig hier. Die werde ich dann auch reinkleben, dass da nichts verloren geht. Von wegen schnell mal diese Schraube hier reingeschraubt. Also da habe ich mich mal wieder total vertan. So leicht ging es dann auch wieder nicht. Ich kam nämlich einfach nicht hier am Tacho vorbei, dass ich da ins Gewinde reinfinde. Also musste ich dieses Teil nochmal demontieren. Aber selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen ist. Ich habe dann gleich mal diese beiden Schrauben hier ausgetauscht. Die Originalschrauben waren dann doch etwas zu kurz. Ich habe dann beim Rausschrauben gemerkt, ja, gerade mal so knapp 2 Gewindegänge, dann hatte ich die Teile schon in der Hand. Jetzt habe ich die auch ausgetauscht gegen diese, wie ihr seht, hier diese Rundkopfschrauben. Die sind 5 mm länger und sitzen jetzt sauber im Gewinde drin. Passen auch zu den weiteren verbauten Schrauben besser dazu, ist ja der gleiche Kopf. Aber jetzt ruppel ich erstmal die alten Klebereste, also die Klebebandreste hier runter. Geht nicht ganz so leicht. Mach alles picobello sauber und dann eben neue drauf und dann klebe ich das, wie beschrieben, hier dann unten ran. Es hat jetzt ein paar Minuten gedauert, bis ich das hier runtergepult habe. Ich habe es jetzt auch schon mit Bremsenreiniger entfettet. Die Fingernägel tun mir jetzt gerade weh. Ich habe ja nur 7 Grad hier in der Werkstatt momentan. Ja, und weil es etwas kalt ist, werde ich das vorher jetzt ein bisschen mit einem Heißgebläse anwärmen. Geht relativ schnell. Ich habe mir jetzt schon 2 so Streifen vorbereitet, einigermaßen auf die richtige Länge zugeschnitten. Und klebt es jetzt hier mal drauf, wenn es mir gelingt, möglichst gerade. Da ist schön warm. Wärmt die Hände ein wenig, auch schön. Ein bisschen anruppeln. So, jetzt noch die Fläche da unten fettfrei machen und auch anwärmen. Ist ja extrem wichtig, dass hier wirklich kein Fett und Dreck irgendwo ist. Nur so klebt das Zeug wirklich. So, jetzt mal zügig rankleben hier. Ich mache das Kabel wahrscheinlich so nach unten. Da kann ich es dann mit Kabelbindern fixieren. Ich habe genügend Reserve. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das gerade und mittig hier rankriege, einigermaßen. Sieht zwar nachher quasi keiner oder so gut wie unsichtbar, aber trotzdem soll es einigermaßen passen. So, und jetzt festdrücken. Das ist wichtig. So. Ja, sitzt. Ja, und jetzt braucht es ein bisschen Zeit, dass sich das Ganze hier quasi so, ich sag mal, festsaugt. Aber dann ist es extrem fest. Dann kriegt man es kaum noch weg. Ja, das dauert ein bisschen. Ich muss ja jetzt keinen Belastungstest machen. Lasse ich jetzt so, ja, so sieht es aus. Und ich denke, wenn dann die Lampe davor ist und das Ganze, dann fällt es überhaupt nicht mehr auf. Verstellbar ist es. Ja, ich denke, das passt so. Was ich aber nicht vergessen darf, sind noch 2 Anbauteile. Nämlich hier einmal dieser Taster hier.
Und einmal dieser sogenannte Speed-Pulse-Konverter. Der kommt genau auf die Verschraubung meiner jetzigen Tachowelle, die ist ja noch mechanisch und hat aber auf der anderen Seite hier ein Kabel dran. Also hier drinnen praktisch nimmt er diese Drehbewegung auf und macht hier Impulse draus. Da gibt es drei verschiedene. Ich habe mich jetzt für diesen entschieden. Es gibt noch die Variante, wo man Signale vom Zündkabel abnehmen kann oder einfach so Pulsgeber vorne am Rad hin macht, so wie beim Fahrrad so ähnlich oder beim Fahrradtacho. Aber bei mir passt dieses Gewinde einmal frei und das bietet sich natürlich an, dass ich da statt der Tachowelle gleich mal diesen Pulskonverter hier montiere. Ja, beide Teile sind vom gleichen Hersteller wie auch der Tacho und sollte also passen. Ja, die beiden Taster hier, die kommen also hier ran. Da habe ich noch genau den Platz, also das kann ich ja verschieben, habe ich im Vorfeld auch mal so knapp 2 mm nach innen verschoben und jetzt passt es noch genau zwischen Spiegelhalterung und eben hier die Griffeinheit hier. Dann versuche ich mal, dieses Teil hier anzubauen. Hier hat das so eine Klappe. Müsste eigentlich passen, zumindest nach den technischen Angaben. Okay. Jetzt mache ich mal ein bisschen raus. Ja, das Kabel lege ich jetzt natürlich am Lenker entlang runter. So übermäßig lang, habe ich festgestellt, ist es nicht. Also man hat hier vorne drin dann wenig Reserven. Aber ich denke und hoffe, es wird schon soweit reichen. Ansonsten muss ich es halt einfach hier verlängern. Ja. Es geht gerade so. Mal schauen. Also die Taster, das sind ja praktisch, die werden parallel geschlossen zu den beiden Tastern, die hinterm Tacho dran sind. Es ist prinzipiell das Gleiche, nur dass man halt hier schön komfortabel vom Lenker aus schalten kann. Tja, und hier kommt dann der Pulsgeber ran. Und wie ich den geliefert bekam, habe ich das schon mal probiert, ob der passt. Und habe auch festgestellt, dass es hier wieder mal ein bisschen eng zugeht. Hier ist ja die Original-Tachowelle dran. Die geht jetzt hinter dieser Strebe da nach oben zum Rahmen und verläuft hier, das ist sie, da vorne dann Richtung Lenkkopflager und eben Tacho vor. Und da ist wenig Platz. Man sieht, das baut ein bisschen auf hier. Das braucht schon ein bisschen Platz. Und da geht es dann schon eng zu. Also wenn es dann mal montiert ist, ist es okay, aber bis man es hier reinfrimmelt, das ja, ist ein bisschen tricky. Ich nehme jetzt mal meine Zange und versuche das hier zu lösen. Das ist ja auch ein Feingewinde. Kann also dauern. Einmal habe ich es ja auch schon geschafft. Also werde ich es auch das zweite Mal schaffen, denke ich mal. Ja, das hat sich ja wirklich angeboten hier. Da kann ich mir viel, viel Bastelarbeit ersparen. Und ich denke auch, dass das hier mit das oder die zuverlässigste Methode ist, einen Tachoimpuls hier vorne hinzukriegen. So. Jetzt brauche ich hier mal eine Spitzzange erst. Dass ich den Vierkant hier rauskriege. Okay, so, einmal. Schon mal geschafft. Jetzt muss ich den irgendwie. Ja, fliegt gleich alles auseinander hier. Habe ich schon mal ersetzt hier. Das ist nicht das Originalteil. Deswegen hält es hier auch nicht so original wie das Originalteil. Da habe ich dann schon mal ein bisschen basteln müssen. Das hat nicht zu hundertprozentig gepasst damals.
Okay. Jo. Das war jetzt einfach. Und jetzt das hin. Ja. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich schraube das erst dran, weil von da komme ich nicht hin, von oben. Da gibt es hier keinen Platz da drin. Ich denke, da muss ich erstmal da ran und dann versuchen, das Kabel hier hoch zu bekommen. Weil das Ganze passt ja auf alle Fälle hinten nicht mehr durch. Nee. Da ist hier die Airbox dazwischen. Ja. Da ist echt kein Millimeter zu viel Platz da drin. Und jetzt noch gerade aufs Gewinde, wenn es geht. Wenn möglich. Ah, passt. Müsste passen. Okay. Also an der Stelle da. Um es mal im Detail zu zeigen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich muss da hinter hoch und da komme ich mit den Steckern wahrscheinlich nicht sauber durch. Zwischen. Da ist ein Kabelbaum auch noch dahinter. Da muss ich mir jetzt mal irgendeinen Weg überlegen. Ich denke, ich werde dieses Halteblech für die Sicherung mal hier lösen, dass ich da mal ein bisschen vorkomme. Sollte jetzt kurz mal der Ton abhauen. Dann liegt es an der Batterie meiner Funkstrecke, meines Empfängers. Der hat nur noch einen Strich. Und ich glaube, dieser eine Strich hält nicht besonders lange. Muss ich demnächst mal Batterien wechseln. So. So, ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz da hinten. Immer noch extrem eng. Versuch's mal mit meiner Spitzzange hier zu fassen, das Ganze. Das ist eine sehr frickelige Arbeit hier. Also ich hab's jetzt mal auch um. Es soll ja auch nichts beschädigt werden. Logischerweise. Irgendwo hat sich das verdreht. Mal gerade nach oben gelegt und jetzt hoffe ich, dass ich das hier irgendwo nach vorne bekomme. Machen wir die Kamera etwas höher, dass ihr auch was seht. Ja, zum Glück ist es nur ein elektrisches Kabel. Wenn da jetzt wirklich eine Welle drin wäre, müsste man natürlich noch mehr aufpassen, dass man hier keinen zu engen Radius kriegt. Logisch. Da muss ich jetzt auch durch, da hinter diesem Dreiecksblech. Stecker hier. Das Kabel ging schon, aber die Stecker sind fast ein bisschen zu dick. Ah, hier sehe ich was. Okay. Also das ist wirklich Millimeterarbeit hier. Okay, und jetzt nicht auf Spannung. Muss immer noch ein bisschen Luft drin sein natürlich. Ja. So denke ich mal. Lasse ich's. Oder legst du nach vorne? Hier kommen natürlich noch ein paar Kabelbinder wieder ran.
Das natürlich auch nicht vergessen. Wäre jetzt nicht ganz so toll, wenn ich die Schraube vergessen würde. Ja, das Kabel mache ich jetzt gleich mal fest, dass mir da nichts mehr verrutscht, wenn ich hier vorne am Lenker hantiere. Ich denke, das macht Sinn, wenn man das gleich mal fixiert. Wenn ich da irgendwo ein Loch finde. Au, das war der Spiegel. Kontrolle, ob nichts auf Spannung geht. Ne, das passt super. Kann ich sogar einen Zentimeter noch nachziehen oder zwei. So, jetzt geht es genau senkrecht hoch. Jetzt nach vorne noch. Das ist ja der Gummipuffer für, oder der Halte, ja, Gummipuffer kann man schon so sagen, wo der Tank dann drauf sitzt. Da muss ich natürlich dahinter. So, dann mache ich das hier vorne gleich mal fest. Da ist sonst nichts. Das heißt, da müsste es schön fest werden. Da komme ich nicht durch, da ist die Zündspule jetzt, das Halteblech der Zündspule. Also muss ich vor diesem Puffer durch. Ah, sitzt super. Tja, und jetzt kann man natürlich vorne sauber hantieren, ohne dass man da was verstellt. Tja, ich würde mal sagen, ich mache hier mal wieder einen Break, dass der Teil nicht zu lange wird. Und im Anschluss geht es um diese Super Seal Anschlüsse oder Kontakte oder Stecker, wie auch immer man das dann auch bezeichnen möchte. Das ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich mit diesem Super Seal arbeite. Das heißt, ja, bin mal gespannt. Ich habe mir ja im Vorfeld schon mal Grimpeinsatz oder einen Grimpeinsatz gekauft für meine vorhandene Quetschzange. Extra für diese Super Seal Steckverbinder oder Krimpverbinder. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das ganze Chaos hier irgendwo auf diese Stecker bekomme. Und es sind ja auch, ja, es kommen mehrere Kabel hier an. Eben das hier, der Pulsgeber, dann eben der Lenkertaster. Ja, mal schauen, wie ich das hier so zusammenfügen kann. Hier ist es ja so, die zwei Kabeln vom Tacho, das sind einmal 5 Stecker oder 5 Drähte und einmal 6 Drähte. Ich habe mir ja auch hier so ein 6-fach Super Seal mal besorgt und eben auch 5-fach. Und ich hoffe, dass ich hier dann sauber rankomme und mit zwei Kabeln hier eben praktisch kontaktieren kann. Ich müsste ja dann praktisch wahrscheinlich irgendwo mit dem Taster, ja, das kommt ja auch irgendwo hier hinten wieder drauf, und mit dem Pulsgeber für den Tacho und eben für oder mit meinen hier Kontrolllämpchen alles hier irgendwo da drauf auf diese beiden Kabeln da. Mal schauen, ob ich da mit 5- und 6-fach auch auskomme oder ob ich da kombinieren muss mit, ich sag mal, 2-fach und 3-fach oder 3-fach und 3-fach und so weiter. Mal schauen, das wird sich zeigen und ergeben. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Ja, wie und ob ich das so hinbringe, wie ich mir das vorgestellt habe, das seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin, ciao.